Ich habe ehrlich gesagt noch nie geschaut, was es alles so an Ausschnitten aus alten Sendungen auf YouTube gibt. Hast du noch was im Kopf spontan, wo du sagen würdest, das ist ein Ausschnitt wert, was es vielleicht geben würde? Gab es in irgendeiner Show noch irgendwas richtig Seltsames? Also sowas Außergewöhnliches, nee, das gab es eigentlich gar nicht. Gab es mal einen Kandidaten, das haben auch Leute gefragt, ich habe eben bei Instagram mal eine Fragerunde gemacht, da haben Leute gefragt, musstest du schon mal wegen irgendeinem Kandidaten bei irgendeiner Sendung, ob es jetzt Wer weiß denn sowas ist oder eine andere Sendung, musstest du schon mal wegen einem Kandidaten lachen, weil er besonders eine dumme Antwort gegeben hat oder irgendwas? Also Es gab eine lustige Geschichte, die mir, also nee, zwei Sachen zum aus Nur die Liebe zählt aus den vielen Jahren. Also es gab einmal eine Kandidatin bei Nur die Liebe zählt, die ohnmächtig geworden ist. Oh je. Ja? Also soll ich mal kurz gucken, ob wir es finden? Ja, das weiß ich nicht, ob es das gibt. Das weiß ich auch nicht. Aber schauen wir mal. Ich weiß gar nicht am Ende, ob das Liebe zählt. Ob das überhaupt in der Sendung dann, weil das war ja eine Aufzeichnung. Das ist eine Parodie mit Switch Reloaded. Ja. Ah, hier, mein Herzblatt-Auftritt. Oh. 1991, okay, das ist nochmal 10 Jahre früher. Schauen wir mal einmal kurz. Das war mein erstes Mal, als ich im Fernsehen zu sehen war. Ach, das war. Kennst du den Ausschnitt nicht? Nee, ich bin, was Fernsehen angeht, bin ich richtig schlecht bewandert. Aber das war, bevor du jemals eine eigene Sendung hattest. Ja, da müssen wir mal kurz reinschauen. Lass mich mal kurz rechnen, ist jetzt 31 Jahre her. Krass, ich muss auch sagen, ganz wilde Ohrringe zu der Zeit. Ja, die Löcher habe ich immer noch. Ah, okay, seit wann trägst du keine Ohrringe mehr? Also ich bin ja mit 18, dann habe ich meinen Wehrdienst geleistet und da musste ich sie schon rausnehmen und habe sie, glaube ich, nie wieder reingelassen. Aber die Musik kennst du. Ja, natürlich. Das habe ich meiner Oma immer geguckt. Freitagabend. Die waren hinter diesen Wänden, habe ich mit meiner Oma als Kind immer geguckt, Herzblatt. Ja. Und war sehr lustig mit Rudi Carrell. Und das war freitags immer für uns so, man hat erst Herzblatt geschaut, danach ist man ausgegangen. Das war sozusagen das Warm-up. Und Vorglühen am Freitag. Ach, du warst als Kandidat ja, da? Ja, natürlich. Ich dachte, du warst als Gast einfach so als Nein, ich war einer der drei Kandidaten. Und hast du dadurch Kontakte zum Fernsehen bekommen oder wie ist es? Ja, das ist mein allererstes Mal, dass ich überhaupt was mit dem Fernsehen zu tun hatte. Mhm. Und da sind viele Kontakte entstanden. Okay, und weißt du, wie alt du da warst? Da war ich, kann ich ja schnell ausrechnen, 91, war ich 24. Aber du hast gerade gesagt, nach dem Wehrdienst hast du die Ohren nicht mehr reingemacht. Ach so, stimmt. Nee, dann habe ich sie wohl doch nochmal. Hast du wohl doch nochmal reingemacht? Hast ein bisschen geflunkert, gell? Aber ich habe sie mir auf jeden Fall vorher stechen lassen. Ja, da kommst du nicht mit durch mit den Lügen hier. Ja, stimmt. Du bist einfach zu gut in Mathe. Das kann so nicht weitergehen hier. Da. So, da haben wir hier die Kandidaten. So, wird er noch befragt. Ja. So, der nächste, da sitze ich auch noch neben dir. Mhm. So. Der Guido. So, schauen wir mal. Guido aus Münster. Hast du noch mit einem von den Kandidaten Kontakt gehabt mal oder so? Guido ist aus Münster, also da gibt es immer noch mal einen losen Kontakt, auch wenn man kann. Und zu der Frau auf der anderen Seite, also die Fragen gestellt hat, gibt es auch immer noch Kontakt. Mhm. Dann schauen wir doch mal rein hier. Nicht eingehalten Heiratsversprechen. Guter Kandidat. Gut. Rudi Carrell fand ich auch super, mit diesem holländischen Akzent, richtig gut. Okay, bitte stellen Sie sich vor. Oh, jetzt stellen Sie sich vor, jetzt geht's los hier. Machen wir unsere Kamera nach geile unten. Friese. Ja, ganz, ganz damals, wild. Kennst du Dolph Lundgren? Ja. Ja, natürlich. Und da gab es ja damals einen James Bond mit Dolph Lundgren als Bösewicht. Und der hatte den Flat Top, so nennt man die Frisur, in Blond. Und das war so ganz, ganz so angesagt. Klassisch 90er. Ja. Waren auch sehr viel. Und hier die Hershey-Krawatte. Oh. Ja, dann so Hershey-Cookies drauf. Ja. Sehr wild. Mein Name ist Kai Pflaume, ich komme aus Frankfurt, bin 24 Jahre alt und von Beruf Wertpapierkaufmann. Wertpapierkaufmann? Mhm. Ich habe ja in der Börse gearbeitet in Frankfurt und habe Aktien gehandelt. Und wenn ich nicht in der Börse war, bin ich gerne ins Solarium gegangen, wie man sieht. War eine wilde Zeit. Oha. Und ja, aber du, jetzt, ich will noch nicht hier spoilern. Aber ich kenne die Sendung nicht. Und es ist aber nur einer von den Kandidaten, kriegt die Traumfrau oder genau, das Traum. Also sie stellt ja die Fragen an die drei Männer und muss sich dann, ohne dass sie die Männer vorher gesehen hat, am Ende für einen aufgrund der Antworten entscheiden. Aber warst du es? Okay, wir gucken. Ich will auch nicht spoilern. Ja, okay, wir gucken mal. Wenn man Pflaume heißt, haben die Leute dann immer Witze gemacht darüber? Auch irgendwann lernt man damit zu leben, aber schon mein Großvater hat gesagt, geben Sie sich keine Mühe, es gibt keinen Witz, der über diesen Namen noch nicht gemacht wurde. Ja. Was machen Sie genau beruflich? Ich bin Wertpapierkaufmann, das heißt, ich arbeite an der Börse. An der Börse?
Ist das so, mit, wo die Leute so rufen und so bestimmte Gesten? Was rufen die eigentlich da? Ja, meistens sind das Kurse, die ausgerufen werden, An- und Angebote, und dann kann man darauf Geschäfte machen. Ja, früher wurde noch gerufen. Heutzutage läuft. Das war doch richtig Präsenzbörse, ne? Also heutzutage laufen irgendwie 30% oder 40% aller Transaktionen über Computer, komplett, ne? Also über, aber auch automatisch, also über Algorithmen. Wo sind Sie geboren? Geboren bin ich in Halle. Halle an der Saale, ja. Und wann sind Sie hier rübergekommen? Vor fast genau 2 Jahren, ja. Über Ungarn? Ja. Damals? Ja. Und dann, wie kommt das denn gleich an der Bürger? Ja, ich bin ja geflüchtet, richtig, aus Leipzig. Da war ja die Ost-West-Grenze noch nicht auf. Und ich bin nach Budapest und habe gesagt, ich mache eine Reise nach Ungarn. Und bin dann über die deutsche Botschaft in Budapest. Wegen über der Mauer noch. Ja, klar, okay, du bist aus der DDR. Genau, bist du noch bist vor du, dem Mauerfall. Das ist ja krass. Ja, ja. Mein Opa war nämlich bei der DDR, der war bis zum Mauerfall quasi im Osten. Der kommt aus Thüringen, aus Eisenach. Und der hat mir auch viel erzählt und so. Ah, du bist quasi, durfte man Urlaub machen einfach? In Ungarn, ja. Und dann bist du nie wieder zurückgekommen? Dann bin ich nicht mehr zurückgekommen und bin von da dann über Österreich dann in den Westen Deutschlands. Weißt du, wie man es heutzutage nennt? Fivehead. Hast du schon mal gehört? Nee. Fivehead? Was war das? Ja, das ist einfach Fivehead-Move, sagt man dazu. Aber warum? Woher kommt das? Also es gibt einen Twitch-Emote, siehst du diesen großen Kopf? Ja. Der Emote heißt, man sagt viele Sachen, der Emote heißt Fivehead, also Fivehead. Ah, okay. Und das bedeutet, besonders smart. Ah, okay, ne? Also okay. Das war wirklich Fivehead, sehr gut gemacht. Ja? Also besonders guter Move. Ja, sehr schlau, sehr schlau. Ja, ich meine, ich habe mir gesagt, wenn schon Kapitalismus, dann an der Quelle, ne? Schlagfertig damals schon. Ja. Okay, meine Herren, nochmal spielen, bitte die Wand. Und jetzt kommt. Ja. Und es kommt eine junge Dame. Ach, die Frauen haben noch nicht gehört, wie du jetzt, was du arbeitest, nee, das und haben so. Sie, das haben sie, nee, das wissen sie. Ah, okay, weil dann hätten die halt schon direkt den genommen mit dem besten Job. Und das war wirklich auch das bestgehütetste Geheimnis überhaupt, dass man sich nicht vorher gesehen hat. Ne? Also wir haben sie nicht gesehen und sie hat uns nicht gesehen. Und das machte eben auch den Reiz aus. Ja, okay. Ja, da ist sie schon. Ute Sievers aus Gute Wörde. Von Hamburg. Die hat ja wirklich ganz wilde 90er-Outfit angehabt. Alter Schwede, das war. Also, das ist ja wirklich wie 90er-Techno-Musikvideo. Okay. Das ist wohl unter dem Motto: Lass dich überraschen, ne? Lass dich überraschen. Ich kann so sehen. Toll sieht das aus. Dankeschön. Super. Die haben was gesagt, die haben gesagt, nein, wir erzählen dir nichts, du wirst überrascht sein, wenn du das siehst, wie die aussieht. Sympathische junge Frau. Ja. Gute Wörde, wo liegt das? Das liegt nördlich von Hamburg, also in Grande, Trittau, die Umgebung, Schwarzenweg, Hamburg. Das ist auf dem Land? Ja, genau. Und wie viele Einwohner hat Gute Wörde? Ach, so klein sind wir auch nicht. Wir haben 1.000, Moment, jetzt muss ich überlegen, 1.000. Mehr als 1.000? Ja, logisch. Oh, groß. Leben Sie auf dem Bauernhof? Ja. Muss auch sagen, er hat schon, er ist auch ein geiler Moderator. So, pass auf, und das ist jetzt, lass mich mal kurz erzählen, was ihr ja? jetzt sagt. Aber ihr fragt, ja? Lebt ja, auf dem Bauernhof? Und da helfen Sie auch fleißig mit? Mehr oder weniger, eher weniger. Weniger? Ja. Und Sie arbeiten jetzt in Hamburg? Und das war wirklich so in dem Moment, wo man, wenn man da sitzt auf der anderen Seite, man hört ja auf alles, was da gesagt wird. Mhm. Ne? Und ich hatte ja nun Herzfurt auch vorher schon mal gesehen, und als er dann sagte, ja, Sie leben ja auf dem Bauernhof und so, ne? Und da haben wir alle so gesagt, so, ne, das wird jetzt wieder so eine Nummer, ne? Das gab es ja auch schon quasi so ein bisschen, ne, dass das jemand ist, der ganz anders ist als das, was man da so eigentlich erwartet. Ne? Und ja, und dann kommt aber jetzt, nein, sie macht jetzt was ganz anderes und arbeitet in der Mode. Ah, okay. Ne? Und dann war alles so, hat so erleichtert. Die Vorurteile gegen Leute auf dem Bauernhof. Mhm. Ich wohne ja auch auf dem Bauernhof. Ja, auf einem sehr schönen Bauernhof. Managerin. Shop-Managerin. Ja, beim Herrenausstatter. Herren, also das ist ein schönes Wort für Verkäuferin. Nein, es ist nicht Verkäufer. Ja gut, ich verkaufe zwar schon, aber es ist ein bisschen höher eingesetzt. Und warum Herrenmode? Weil ganz einfach, wenn eine Frau in eine Boutique reinkommt, es ist wahnsinnig schwer, eine Frau zu bedienen. Ja, es ist noch schwieriger als Strecke fahren und melken. Ja, genau. Ja.
Ja, das ist einfach, wenn ein Mann in ein Geschäft reinkommt und sagt so, das und das will ich haben, wenn das ja nicht da ist, dann geht er wieder raus und ist auch gut. Das ist einfach wesentlich lockerer und man kann den Männern... Soll ich sagen? Nee, ich musste gar nicht lassen, weil alle so, alle Männer am Manspreading. Eigentlich auch so. Ja, damals war das noch kein Thema. Da durfte man das nicht. Überreden und so. Und das heißt okay. Shop-Managerin, ich verstehe. Ja. Bitte, Ihre Frage. Ja. Ich bin oft im... War es noch zu einer Zeit, wo man im Fernsehen noch rauchen durfte, oder war es nach der Zeit? Ich habe ja nie so wirklich geraucht. Also insofern glaube ich schon, dass man da noch rauchen durfte. Es gab ja viele Talkshows damals, aus den, ich glaube eher 80ern, wo viele die ganze Zeit gequalmt haben. Ne? Ja, gerade NDR-Talkshow, die nach wie vor ja... Ne? Kaufrausch und gebe leider viel zu viel Geld aus. Umso mehr bewundere ich Leute, die mit wenig Geld auskommen. Kandidat 1. Da sagst du gleich, ja, ich bin Wertpapierkaufmann. Genau. Ich kann mit Geld sehr gut umgehen. Gib mir deine Kohle, ich mache mehr draus. Ja, stark, stark. Wie schaffst du es, mit 10 Mark einen tollen Abend für mich auszurichten? 10 Mark? Na, ich glaube... Bei uns in Österreich sind das 70 Schilling und das ist beinahe, das klingt siebenmal so viel und mit denen kann ich sicher einen Abend mit dir finanzieren. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob die auf Akzent steht, auf österreichischen Akzent. Das ist an, die Frage, weil man nur die Stimme hört. Okay, und Kandidat 2, was lässt du dir einfallen? Also, ich kaufe 4 Tomaten, 96 Pfennig. 4 Paprikaschoten, 2,80 Mark, 100 Gramm Putenfleisch, 3,80 Mark, ein paar Möhren. Das ist dann eine Gemüsepfanne und danach ernähren wir uns nur noch von Luft und Liebe. Das ist die Frage, ob sie auf rote Haare steht. Aber ja, aber das weiß ich ja nicht. Das weiß ich. Rothaarige Männer, ganz schwierig, sage ich immer. Und Kandidat 3, wie kommst du mit 10 Mark hin? Tja, also das ist nicht so ganz einfach. Also Kandidat 1 und 2 haben ja schon bewiesen, dass es nicht so richtig geht. Also ich würde sagen, wir drehen den Spieß einfach mal rum. Du versuchst die nächsten Tage mal mit 10 Mark deinen Kaufrausch zu befriedigen und von dem Gesparten, dann machen wir uns mal einen richtig schönen Abend. Hey. Gleich mal die anderen weggedisst. Okay. Es ist so lustig, so alte Fernsehsendungen sind so lustig. Das ist noch lustiger, sich selber da zu sehen. Ja, das ist wirklich, wann hast du das letzte Mal geguckt? Guckst du bestimmt ab und zu mal rein in so alte Sachen. Ja, klar, immer wenn es mir schlecht geht. Habe ich jetzt lange nicht gesehen, in der Tat, deswegen finde ich es sehr lustig. Ist wirklich lustig. Rudi, auch ihr. Meine Mutter hat zwar gesagt, ich soll heute Abend meine Brille nicht aussetzen, aber eigentlich bin ich Brillenträgerin. Da freut er sich. Steht die Narbe gut. Kandidat 2, du willst mich... Guck mal, diese alten 90er-Brillen sind heutzutage wieder in Mode. Ne? Die Hornbrillen. Küssen. Die Frage ist, abnehmen oder nicht? Also, zuerst will ich deiner Mutter das Buch Die Erotik der Brillenträger schenken. Und jetzt zu dir. Wenn ich mit dir knutschen wollte, dann würde ich die Brille dran lassen. Nur wenn ich dich küssen wollte, dann würde ich sie abnehmen. Der ist auch schlagfertig, ja. Ja, der war auch der größte Kunde. Und Kandidat 3, mit oder ohne? Ja, ich muss gestehen, ich hatte diesen Fall noch nicht, aber... Ich würde sagen, lass sie lieber auf. Ich möchte vermeiden, dass du dann hinterher sagst, mit ohne Brille wäre das nicht passiert. Das war stark. Stark. Bisher muss ich sagen, machst du von dem Ding den besten Eindruck von der Stimme. Und Kandidat 1, abnehmen oder nicht? Na, wir Österreicher sind da ganz spezielle Liebhaber. Ich würde das so leidenschaftlich küssen, da würde die Brüllen von der Lade runterfliegen. Aber. Gibt es ja ein kleines Problem, gibt's, was machen wir mit meiner Zahnspange? Kandidat 3, wir machen bei einem Marathon-Tanzwettbewerb mit. Nach 36 Stunden kann ich nicht mehr. Was flüsterst du mir ins Ohr, damit ich noch ein paar Stunden durchhalte? Also ich würde sagen, denk dran, tanzen ist das Zweitbeste, was ich kann. Okay.
Und was flüsterst du, Kandidat 1? So, was denkst du jetzt? Ich würde sagen, gewonnen. Ich denke, du hast gewonnen. Aber da müssen wir gleich mal gucken, was wir jetzt, dann erzählst du mir gleich mal, wie das Ganze weiterlief. Halt durch, Liebling. Denk ans Preisgeld. 70 Schilling. Und du, Kandidat 2? Ich würde sagen, mir ist schon ganz schwindelig. Schatz, lass uns doch mal den Walzer linksrum tanzen. War bis jetzt die schwächste Antwort von ihm. Er hat es vorher auch schlagfertig. Der letzte, wie bei beim Theater. Es muss mit einem Knall aufhören und einem Knall anfangen. Zeit, ja, eine kurze Zusammenfassung von Susi. Ute, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der raffinierte Geldwechsler, der dich mit 70 Schilling und einer Zahnspange in Schwung hält. Auch diese Zusammenfassung von der Frau am Ende gut. Oder Kandidat 2, der Billigkoch, der beim Küssen feine Unterschiede macht und auch beim Walzer nicht umfällt. Oder Kandidat 3, der dich auf Sparkurs bringt und bei dem dir mit oder ohne Brille nur das Zweitbeste passiert. So, Ute, jetzt schau scharf hin und entscheide dich. Ich bin gespannt, für wen sich entscheidet. Also ich hätte jetzt gedacht für dich, aber ich mal gucken, vielleicht ist ja auch, vielleicht hat sie auch eine Vorliebe für Österreicher. Sprechen Sie doch. Ist ja auch sehr süß, der Dialekt. Tja, Das erlösende Wort. Ja, ich nehme Kandidat 3. Oh, ui. Wollen Sie angefangen? Ich glaube, er ist Kandidat 1. Robert Sells aus Wien. Nein, das ist der Robert. Hallo. Hallo. Robert, ein super Kandidat. Wunderbar, herzlichen Dank. Und hier kommt Guido Groh aus Münster. Das ist richtig 90er, alter Schwede. Hallo, grüß dich. Schönes Mädchen, ne? Ich glaube, so wie die Frau heute in die Fernsehsendung wird auch keiner mehr in die Fernsehsendung. Auch wenn du irgendwie Popstar wärst. Ja. Das ist schon eher so ein Outfit für eine... Ja, für Bühne. Ja, so ein bisschen verrückter auch heute. Ne? Ja, das kann man sagen. Ja, ein toller Kandidat, herzlichen Dank. So, jetzt kommt die große Frage. Mit oder ohne Brille? Ja, ich behalte sie, glaube ich, auf. Wie bitte? Ich behalte sie auf, dann kann ich sie besser sehen. Mit Brille, okay. Bitte, hier sehen Sie Ihr Herzblatt. Süß. Süß, wir gucken noch zu Ende, aber habe ich ein paar Fragen. Hallo. So eine stürmische Begrüßung hatten wir hier noch nie. Schönes Mädchen, ne? Ja. Jetzt bin ich gespannt, wo geht's morgen hin? Bitte sehen Sie. Oh, jetzt wird zufällig gezogen. Ja, genau. Dann geht's. Okay, das ist für Sie. Ausflug im Herzblatthubschrauber. Ja. Sie fliegen mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Fieberbrunn. Mit Fähren geht es auf eine Alm. Dort können Sie Forellen fangen und später über dem offenen Feuer grillen. Je gemacht? Oh. Nein? Wunderbar. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Nehmen Sie mit? Ja, bitte. Süße Show. Ja, und nächste Woche erfahren wir es. Ute und Kai, Thorsten und Jutta ergangen ist. Bis dann. Servus. Okay, dann... Wie hast du dich gefreut, dass du es geschafft hast? Kannst du dich auch erinnern? Du meinst erstmal überhaupt, dass ich in der Sendung war? Genau, erstmal, wie bist du überhaupt in die Sendung reingekommen? Also das war ja schon eine Riesengeschichte. Ich war mit einem Freund in Frankfurt in der Fußgängerzone unterwegs, mittags in der Mittagspause. Und da kam eine junge Frau zu uns. Hat sie angequatscht? Wollt ihr in die Sendung? Ja, genau. Und hat gesagt, seid ihr zwei nette Typen und so. Kennt ihr Herzblatt? Ja, ja. Habt ihr Bock, da mitzumachen? Also wir haben uns totgelacht. Ne? Wir so, haha, wir bei Herzblatt. Ne? Also das sind ja immer andere. Mhm. Und dann hat sie, ja doch, wir haben da ein Casting. Und dann gab es einen Casting-Termin. Dann habe ich gesagt, komm, da gehen wir hin. Lustige Leute kennenlernen, vielleicht ein paar Mädels abgreifen. Und wir haben 0,0 damit gerechnet, dass wir in die Sendung kommen. Und dann sind wir da zu dem Casting und sind am Ende beide ausgewählt worden und sind beide auch in der Sendung gewesen. Der Mario war in einer anderen Sendung, ne? Aber wir waren am gleichen Tag auch im Studio und so. Die ist dann halt vorher aufgezeichnet worden. Und ja, und dann habe ich das erste Mal Fernsehen erlebt und den großen Rudi Carrell getroffen. Und das war wahnsinnig aufregend natürlich. Und am Ende des Tages macht man ja dann den Herzblatt-Hubschrauber-Ausflug.
Und dann stand das lange überhaupt erst nochmal in den Sternen, ob wir überhaupt fliegen können, weil es so neblig war an dem Morgen. Mhm. Und dann sind wir nach Fieberbrunn geflogen in Österreich. Das war so eine Dreiviertelstunde ungefähr mit dem Hubschrauber von München entfernt. Und dann gab es sehr viel Alkohol über den Tag hinweg. Ne? Ich glaube, es war auch ein bisschen Prinzip der Sendung. Ne? Das kennt man ja heute auch von ähnlichen Formaten. Da fließt ja auch ab und an ein bisschen Alkohol. War Kamerateam noch dabei? Also da ist kein Kamerateam dabei, ist eine Fotografin dabei. Okay. Ne? Also das wurde nicht im Bewegtbild festgehalten, sondern nur in Fotos. Und dann ja, sind wir am Ende des Tages, dann waren wir noch beim Pfarrer zu einer Weinprobe und wir sind dann zurückgeflogen und wir hatten beide ganz schön einen im Tee. Und dann ist auch erstmal nichts weiter passiert und wir haben uns dann später aber eben auch nochmal wieder getroffen. Aber wir sind nie zusammen gewesen. Mhm. Es ist keine Beziehung daraus entstanden. Aber bis heute eine gute Freundschaft, also so, dass man sich immer mal wieder spricht. Jetzt nicht jede Woche und jeden Monat, aber man kann sich gegenseitig erreichen. Und letztes Jahr im Oktober war eben gerade 30 Jahre Herzblatt. Ne? Da hat sich das eben 30 Jahre. Und da habe ich dann eben auch, habe ich der Ute geschrieben, habe gesagt, weißt du eigentlich, dass heute quasi unser 30-Jähriges ist? Ja. Süß. Ja. Nee, süß. Sehr schön.